Herzlich willkommen zur Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutia und heute zu Gast eine tolle Schauspielerin. Ich freue mich sehr. Yasmina Jabala, wie geht's dir und wo bist du? Ich freue mich auch. Mir geht's gut. Ich bin zu Hause. Ich habe jetzt ein paar Tage frei und das ist in Schleswig-Holstein. Ah, in Schleswig-Holstein. Wie schön. Ich bin ja ein bisschen traurig wie viele, dass die Klempnerin nicht weitergegangen ist. Ich mochte das Konzept. Der großartige Jan Kittmann war hier auch schon zu Gast. Der hat den Thomas Waldeck gespielt. Wer die Klempnerin damals gar nicht mitbekommen hat auf RTL, worum ging's? Es ging um eine etwas unkonventionelle Polizeipsychologin, die neu eingestellt wird auf dem Polizeipräsidium und da diese Männerwelt etwas durcheinander bringt mit ihrer weiblichen Energie und unkonventionellen Art, mit Menschen umzugehen und ja, die wirbelt das ein bisschen durcheinander und dann gibt's eben den jungen Kollegen Waldeck und die beiden mögen sich und es entwickelt sich eigentlich eine Romanze. So. Und es war ja eine ganz gute Mischung eigentlich aus Krimi und Humor und auch so psychologische Ebene. Also ich mochte das total gerne. Also es waren wirklich interessante Fälle. Schizophrenie, also wo man das so auch ein bisschen in den Alltag der Menschen vielleicht bringen kann mit so einer Serie und auf eine leichte Art und Weise. Und ich fand es auch schade, dass es nicht weitergegangen ist. Und jetzt hast du ja vielleicht ein, zwei Insights mehr als wir. Wir wurden vor vollendete Tatsachen gestellt, wie so oft im deutschen Fernsehen. Weißt du denn, was los war? Naja, das ist ja immer das Interessante, was wirklich in diesen Hinterzimmern passiert und besprochen wird und warum letztendlich was weitergeht und was nicht, erfährt, glaube ich, niemand außer diese Menschen selbst. Also man kriegt da eine Erklärung, nämlich die Quoten waren nicht hoch genug und obwohl die eigentlich im Rahmen waren, was da letztendlich wirklich der Grund ist, da haben wir alle gerätselt, von dem tollen Drehbuchautor Boris von Suchowski, Sibylle von Stellbring, Producerin, wir haben es eigentlich alle nicht wirklich verstanden. Einfach nur schade. Also wir hätten auch gerne Mäuschen gespielt bei diesen Besprechungen. Das glaube ich. Es fehlt mir auch manchmal ein bisschen der Mut im deutschen Fernsehen, aber ich habe auch leicht reden, weil, was man immer gerne unterschätzt, so eine Serie ist wahnsinnig teuer. Und damit meine ich nicht die Produktion letztendlich, sondern allein der Weg dahin. Die Idee, die Entwicklung, das Casting, all das, oh, ein Set aufbauen. Hui! Und dann, wenn dann halt zum Beispiel die Quote nicht da ist, wo man will, dann zu sagen, okay, komm, wir investieren nochmal ungefähr die gleiche Summe, ist halt auch eine schwerwiegende Entscheidung. Gerade habe ich gehört, wenn man eine Aktiengesellschaft ist und Gewinne auszahlen muss. Aber gut, lass uns über zwei ganz wunderbare Szenen sprechen. Oder wolltest du noch was dazu sagen? Letztendlich ist es schade und Usus ist es eigentlich, dass man sagt, man gibt noch einer zweiten Staffel eine Chance. Weil das, was du auch gerade gesagt hast, man hat schon so viel Geld investiert und eigentlich guckt man, vielleicht wird es ja besser. Und man hat dann einfach ja, Geld zum Fenster rausgeschmissen wird jetzt auch nicht, aber man hätte vielleicht noch eine zweite Staffel machen können. Und dann kann man ja immer noch sagen, okay, wurde nicht angenommen, dann kann man immer noch sagen, man beendet das. Gerade wenn du überlegst, wie das beim Lehrer damals ablief, ja, der wurde einmal gezeigt, hat nicht geklappt, nochmal probiert, ein drittes Mal, glaube ich, probiert und dann boom, ja, Wahnsinn. Es gab so viele schöne Momente bei der Klempnerin. Ich möchte mit dir über zwei ganz besondere sprechen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, deswegen ich werde sie dir bildhaft darstellen. Deine Rolle raucht eigentlich nicht oder nur noch sehr selten. Ne? Wie war das damals? Naja, eigentlich ist sie Nichtraucherin und hat eigentlich aufgehört zu rauchen. Aber ab und zu ist sie zu schwach und raucht dann mal wieder ein. Genau, und Jan sagte auch in einer Szene dafür, dass sie gar nicht rauchen, rauchen sie sehr viel oder selten rauchen. Und in einer Szene war es ein Verhör und derjenige, der verhört wurde, war irgendwie ein Kettenraucher. Und du, also deine Rolle, du hast dir deine Zigarette angezündet und bist um ihn herumgegangen und immer wieder in seine Richtung geraucht, bis er dann irgendwie ausgeflippt ist. Rauchst du im echten Leben auch oder wie löst man dann sowas am Set? Ja, leider ist das das einzige Laster, was ich habe. Also das ist wirklich, ja, ich rauche leider. Ich würde gerne nicht rauchen. Alles andere, ich mache Sport, ich esse gesund, ich trinke echt selten Alkohol. Aber dieses Laster, das fällt mir echt schwer. Also ich habe natürlich in den Schwangerschaften stillen, klar, es
gepackt. Und ich habe immer diesen Größenwahn, dass ich dann denke, ach Mensch, jetzt so ist so nett und so gesellig, eine. Und dann rutsche ich da immer ran. Und ich denke jedes Mal, diesmal werde ich so ein Wochenend- und Partyraucher. Aber leider schaffe ich. Also es gibt ja diese begnadeten Menschen, die so ab und zu mal ein Zigarettchen rauchen können. Ich habe auch vor ein paar Jahren aufgehört. Ich hatte das Glück, es ist, war von einem Moment auf den anderen. Jeder hat ja diesen Kumpel oder diese Freundin, die raucht viel mehr als ich. Diesen Menschen, ne? Genau. Und ich traf vor Jahren eben diesen Menschen für mich und habe gesagt, komm, lass eine rauchen damals noch. Und dann sagt er, ich rauche nicht mehr. Ich sage, du bist doch du warst immer mein, der raucht viel mehr als ich. Und dann sagt er, du, ich habe von einem Tag auf den anderen aufgehört. Da habe ich gesagt, geil, das mache ich auch. Und genau das habe ich knapp 10 Jahre später gemacht, aber Donnerstagmorgen vom Feiern zurückgekommen und habe überlegt, rauchst du jetzt einen? Habe ich gesagt, nee, komm, hast eigentlich genug geraucht. Und bin nach Hause und habe auch nicht alles weggeworfen oder versteckt. Ich habe einfach weggeräumt und am nächsten Morgen nach dem Frühstück so überlegt, eigentlich würdest du jetzt eine rauchen, was machst du stattdessen? Und habe die Bude ein bisschen auf Vordermann gebracht und habe festgestellt, die Couch, die ich zu dem Zeitpunkt seit 5 Jahren hatte, die kann man ausklappen. Hätte so manchen Abend erleichtert, wenn ich das gewusst hätte. Und dann wäre eigentlich noch eine Party mit Freunden damals angesetzt gewesen. Da habe ich dann gesagt, nee, die mache ich nicht. Und dann war das durch. Dann war es wie nie gewesen. Und ich habe noch zweimal geträumt, dass mir versehentlich jemand eine gegeben hat und ich einen Zug genommen habe. Und ich so, oh Gott, wie kann ich nur so dumm sein? Aber ich habe auch schon gehört, ich bin damit sehr gesegnet, dass das bei mir so leicht ging. Absolut, weil es muss wirklich diesen Klick machen. Und es gibt ja manchmal so Tage, ich habe ja schon oft aufgehört, da funktioniert es leicht, wo man denkt, Mensch, also jetzt hast du zwar so einen kleinen Hipper und Rappel und dann steht man den irgendwie durch. Und dann gibt es Momente, also ja, die sind, und ich glaube, es ist wirklich im Kopf, weil körperlich, ja, ist das nach 3 Tagen eigentlich vorbei. Ich wollte jetzt gar nicht so tief mit dir über das private Thema eintauchen. Wir springen auch direkt zurück zu den fantastischen Sachen, die du gespielt hast. Ich bin ein Riesenfan einer deiner Rollen, ganz, ganz, ganz besonders. Aber ich muss den Spannungsbogen aufrechterhalten, bevor ich dir sage, welche Rolle das denn ist. Sprechen wir über Hinter Gittern der Frauenknast, dieser Fernsehlegende. Da warst du dabei. Wen hast du gespielt? Da habe ich Katja Marnitz gespielt. Und das war so lustig, weil ich bin zum Casting und dachte, okay, also, und hatte ein Blümchenkleid an. Und dann habe ich natürlich so die anderen gesehen und dachte, oh Gott, falsches Kostüm, Jasmina, Blümchenkleid. Und die anderen natürlich so einen harten Knastklamotten. Und ich war dann etwas überrascht, dass ich sie bekommen habe. Aber nee, das war lustig, hat auch Spaß gemacht. Also wirklich, ich liebe es ja, mit Frauen zu arbeiten. Und wir waren echt zu 5, zu 6 in der Garderobe. Wir hatten einen Heidenspaß. Also das war echt eine gute Zeit. Und was hatte deine Rolle gemacht? Also was war ihre Funktion? Naja, ich war ja so ein bisschen die Gegenspielerin von Kathi Karrenbauer? Genau, von Kathi. Und ich bin eben da eingewiesen worden in dieses Gefängnis und als Gegenkraft zu ihr einfach eine Konkurrenz, die halt diesen Laden da aufmischt und bin dann aber leider, also die Figur, an MS erkrankt und es war ja dann auch, das war ja Reloaded und dann hat RTL das ja auch abgesetzt. Aber du musst mal überlegen, also ich meine, Hinter Gittern noch heute eine Legende sondergleichen, auch Kathi Karrenbauer. Wer kennt Kathi Karrenbauer nicht? Ne? Also wenn du die Stimme hörst. Also wir hatten auch echt großen Spaß. Und das Lustige ist, ich wohne ja in einem Mini-Mini-Dorf mit 400 Einwohnern. Und irgendwann meine Nachbarin so, Jasmina, ich habe die ganzen Staffeln alle geguckt und irgendwann kamst du. Das gibt's doch gar nicht. Ja, fand sie auch verrückt. Und war denn eigentlich das Kleid ein Vorteil beim Casting? Du, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß auch nicht, was mich damals, da war ich noch jung und in manchen Punkten vielleicht naiv oder so. Ich weiß es nicht. Letztendlich war es vielleicht egal, aber ich habe ja irgendwie nicht drüber nachgedacht. Und es war Sommer, es war warm und ich dachte, ich gehe zum Casting und hatte da eben mein Blümchenkleid an. Wer weiß, manchmal werden Serien ja reloaded, wenn die Klempnerin gereloaded werden würde. Hättest du Lust, wärst du dabei? Total. Ich habe diese Figur geliebt. Und ich finde, das war auch
so gut geschrieben. Also diesen Text, ich konnte den, der ging in meinen Kopf rein. Und das waren ja zum Teil echt Textlatten. Und also da waren ja Sachen zu spielen, das kam wirklich aus mir raus in einer Leichtigkeit. Also ich habe das wirklich sehr, sehr gerne gespielt. Du warst auch bei der wunderbaren Serie Persisch im Abgang. A la Hopp, die Welt geht unter dabei. Es ist, glaube ich, ein bisschen untergegangen. Das war mit Guido Broscheid. Worum ging es da? Naja, da ging es darum, um eine Winzerin, die ich gespielt habe. Und die hat ein Weingut, ist mit einem norddeutschen Mann verheiratet und hat ihre Jugendliebe gespielt von einem ganz tollen Komiker aus der Pfalz. Und es kommt dann eben der Tag, es gibt nur noch eine Woche oder 10 Tage, bis die Welt untergeht. Und was man in dieser Zeit macht, also was einem wirklich wichtig ist. Und die Tochter packt irgendwie ihre Sachen und denkt, sie muss noch mal die Welt sehen. Und meine Figur lässt sich noch mal mit ihrer Jugendliebe ein und hat mit dem noch mal eine Affäre, lässt noch mal richtig krachen. Aber ganz am Ende zählt die Familie und sie heiratet ihren Langjährigen, also den Vater ihrer Kinder. Und ja, war skurril. Und der Vater meiner Figur hat eben auch auf dem Weingut noch gewohnt. Und das Allerbeste war eben, es war alles auf Pelzisch. Und gibt's auch als DVD, kann man sich also noch mal gönnen. Jetzt habe ich dir ja schon ganz viele Fragen gestellt, ich habe auch noch mehr. Aber ich würde gern wissen, worüber möchtest du gerne mal reden? Was liegt dir am Herzen? Ich habe ja 2 Kinder, mein Sohn 17. Handy, Medienkonsum finde ich echt ein so krasses Thema und eine solche Belastung für Familien. Und ich frage mich, wann der Tag kommt, wie mit Zigaretten und Alkohol, dass es diese Geräte ab 16 oder 18 erst gibt. Das ist ja eine geile Idee, aber glaubst du, das lässt sich umsetzen? Naja, ich meine, früher, ich weiß noch, die Freundin meiner Mutter hat geraucht, da war ich 10, dann hieß es, Jasmina, gehst du mal schnell zum Kiosk Zigaretten kaufen. Klar, heute kriegt doch kein 10-Jähriger mehr eine Schachtel Zigaretten verkauft. Oder Alkohol, ist doch das Gleiche. Also ich bin davon überzeugt, weil es ist, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das für Menschen auf Dauer gesund, erträglich, weder für den Körper noch für die Psyche. Also ich kann, also ich bin davon überzeugt, ja, das ist durchsetzbar. Es ging ja gegen die Tabaklobby auch, es ging gegen Alkohol und ich denke, das wird auch gegen die Handyhersteller funktionieren. Na gut, also ich muss dir ja sagen, wenn ich überlege, dass nach wie vor behauptet wird, dass Alkohol eine ganz, ganz tolle Sache ist und Marihuana dringend verboten sein muss, bin ich mir nicht sicher, ob das mit Alkohol schon so angekommen ist. Aber wenn man überlegt, dass ja auch viele Mediziner sagen, mittlerweile die Hände der Menschen verändern sich, um eben beim Handygebrauch irgendwie zu funktionieren. Es ist ein sehr interessanter Ansatz. Mich würde interessieren, was denkt ihr, liebe ZuschauerInnen? Schreibt mal unten rein, Handys erst ab 16 oder 18 für Jugendliche und Kinder. Das ist ein ganz, ganz spannender Ansatz. Ganz spannend. Also, krasses Thema. Jetzt ist es soweit. Ich verrate dir, welche meine Lieblingsrolle von dir ist. Bist du bereit? Ich werfe ein Zitat rein. Und dann ist, denke ich, schon alles klar. Und zwar, ein Hund ist ein Herz auf 4 Pfoten, das nie von deiner Seite weicht. Das ist, ach Gott, hör mal auf. Das war doch auch pelzig. Das habe ich auch geliebt, diese Rolle. Das ist meine Pudeldame, die Laila. Genau, meine heile Welt, RBB, Michael Kessler in den unterschiedlichsten Rollen mit ganz tollen SchauspielkollegInnen an der Seite. Und du warst dabei bei dieser wunderbaren Folge über den Hund, die Laila. Das ist allentscheidend, dass man den Namen so ausspricht. Fantastisch. Wie kam es dazu, dass du dabei warst? Naja, ich glaube eben wegen Pfälzisch. Also ich weiß, es gibt bestimmt noch viele Schauspielerinnen außer mir, die Pfälzisch können. Aber ich schätze, das tauchte dann irgendwie auf, die kann Pfälzisch. Und dann haben sie wahrscheinlich alle Pfälzer Schauspielerinnen auch zum E-Casting. Da habe ich ein E-Casting gemacht. Und und dann hatte ich's. Aber kanntest du Michael Kessler vorher persönlich schon oder habt ihr euch dann zum ersten Mal gesehen? Ja, zum ersten Mal. Weil das Krasse ist, Michael ist ja also ein Verwandlungsmonstrum. Das ist der Wahnsinn. Da hat so tolle Leute um ihn herum, die das alles machen. Und wenn man diese Folge sieht, er sieht halt aus, als würde man Robert Geiss mit Max Giermann mixen und dann kommt irgendwie Michael Kessler raus. Und das ist so geil. Wir haben ja wirklich in Dortmund auf der Hund und Katz gedreht.
Ich bin ja in die Katzenfraktion und wir haben da in diesen Hundeseelen gedreht. Dann habe ich irgendwann gesagt, Mensch, Kinder, ich habe jetzt ein Bild Pause. Ich gehe mal ganz schnell in die Katzenabteilung und habe mir diese Katzen, natürlich diese wunderschönen Angora-Katzen. Ich meine, das ist wirklich eine Welt für sich. Also also diese Menschen lieben diese Tiere. Da gibt es ja Hallen an Essen und Nahrung und Glitzerhaarbändern und Halsbändern. Es ist unfassbar. Also das fand ich eben auch toll, dass ich sozusagen, das liebe ich ja in meinem Beruf, dass man dann, wäre ich ja nie auf so eine Katzen- oder Hundeausstellung gegangen. Aber das war wirklich interessant. Und du klangst halt, also wenn man jetzt nur mit einem halben Ohr hinhört, hätte man auch meinen können, ist das die Katzenberge? Das Lustige war ja, ich habe ja mit der Kostümbildnerin, wir hatten dieses Kostüm und ich dachte, ist ein bisschen übertrieben. Und dann waren wir eben auf der Hund und Katz und ich war auf der Toilette und dann dachte ich, oh, ich fall hier überhaupt nicht auf. Also das Kostüm war perfekt. Ach, großartig. Also das Schöne ist, das gibt es nach wie vor in der RBB-Mediathek, ist es, glaube ich, drin. Einfach eingeben, meine heile Welt. RBB und ihr findet es sofort. Es lohnt sich wirklich. Es sind 30 wunderbare Minuten. Ist mittlerweile, ich habe einige von den Dingern gesehen. Es gibt auch meinen Garten, auch zum Niederknien. Ja. Und das Krasse, also visuell das Stärkste, was Michael an Verwandlung hinlegt, ist wirklich als Semino Rossi-Fan. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das tut fast weh. Das ist so, so krass. Und das Schöne ist halt dann, das sind jetzt 30 Minuten. Wie viele Drehtage hattet ihr dafür? Wie viel waren das? Glaube ich 7? 6? Oh, schön! Also da hatten wir eigentlich gemütlich Zeit. Also wir hatten, war jetzt nicht Stress, Stress, Stress. Ja, wenn man überlegt, dass eine Folge Tatortreiniger zum Schluss an ich glaube, 5 Drehtagen gedreht werden musste. Also da freue ich mich, dass ihr da ein bisschen Zeit hattet, weil es muss natürlich auch, ne? Ich meine, ich frage mich, wie lange saß Michael in der Maske? Ich will mit dir noch über eine sehr traurige Szene von der Klempnerin sprechen. Ich glaube sogar die emotionalste, du wirst mir sicherlich beipflichten. Jan Kittmanns Rolle liegt im Krankenhaus oder man weiß nicht, ob er überleben wird. Und es ging irgendwie um eine Schießerei und die Eltern des Schützen, denen sitzt du gegenüber. Und das ist sehr, sehr, sehr krass. Also da wird auch viel geweint. Die Schauspielerin, die Mutter spielt, die liefert auch wahnsinnig ab. Sie spricht fast kein Wort, aber richtig krass. Und deine Rolle sagt, ich zitiere es, sie beide müssen nicht nur ihren Kindern vergeben, sondern erst einmal sich selbst dafür, dass sie ihre Kinder immer noch lieben. Trotz allem, was sie getan haben. Und wissen Sie was? Sie dürfen das. In dem Moment ist dann auch die Mutter in Tränen ausgebrochen und dann hast du noch gesagt, sie sind und bleiben ihre Kinder immer. Ja. Krass. Was für ein gutes Drehbuch. Ja, Boris, ich finde auch, wie gesagt, der hat das sehr, sehr, sehr toll geschrieben. Also sehr gute Texte, fand ich auch. Und das ist ja immer das Dilemma. Also ich habe neulich mal einen Artikel gelesen, da ging es darum, dass eine Frau in den USA, ein Junge hatte ihren Sohn getötet. Und mit diesem Sohn es ging um Vergebung. Und sie hat diesem Jungen so vergeben und hat den, man kann nicht sagen, an ihres Sohnes Stelle angenommen, aber die hat vergeben diesem Jungen, dass er ihren Jungen getötet hat. Und das finde ich, ganz, ganz, menschliche Größe und auch die Umstände von diesem armen Kind, der das gemacht hat. Aber ja, das Thema ist Vergebung. Ja, und das ist wirklich krass. Wie ist das dann für dich? Du sitzt da gegenüber und diese Frau liefert so krass ab. Jetzt weiß ich, du bist Profi, ja. Du sitzt da, du weißt genau, was musst du jetzt machen, aber gibt es dann in deinem Kopf irgendwie eine Jasmin, die sagt, damn, ist die gut in dem Moment? Naja, was das Tolle ist, wenn du mit tollen Kollegen spielst, musst du ja nur zuhören. Und das ist sozusagen, es kommt dann von alleine. Man muss halt aufmachen, zuhören und natürlich hinterher, wo man sagt, boah, danke. Und das ist das Beste, was einem passieren kann, mit Kollegen zu spielen, wo man sich gegenseitig einfach die Dinge gibt. Und eigentlich muss man in der Schauspielerei, eigentlich muss man nur zuhören. Dann passiert von alleine. Und wie viel
Wie oft habt ihr diese Szene gedreht? Oder ist das so ein Ding, bei dem man sagt, okay, jetzt muss alles sitzen, weil wenn die jetzt beim ersten Mal so abliefert, dann brauche ich das auf der Kamera? Oder wie läuft das? Naja, das ist ja immer dadurch, dass man mehrere Einstellungen macht, macht man sie automatisch mehrmals. Man macht einmal die Totale, also alles, das alle zusammen im Bild. Dann fragt man bei solchen heiklen Szenen natürlich, ist es dir lieber, wir machen dich zuerst, weil dann alles ausgepowert und ausgeheult und man will einen Volltreffer landen. Manchmal sagt aber ein Kollege auch, nee, mach du zuerst, weil dann kann ich noch ein bisschen... Das kommt dann drauf an, wenn die Technik gut mitspielt, kann es passieren, dass es beim ersten Mal klappt. Oft will man aber selber es auch nochmal machen, weil man merkt, es geht besser. Also 2-3 Takes muss man schon. Also das war auch eine Szene, die bei dir in Erinnerung geblieben ist. Ja, total. Und ich habe noch gedacht, ich habe die nirgendwo anders bisher gesehen. Also das ist ja das Schöne an dieser Figur, dass sozusagen eben diese ganzen psychologischen Elemente von Liebe und Vergebung und Eltern, dass es eben auch einen Tiefgang hat, obwohl es in vielen Momenten einfach auch wirklich lustig ist und eine Leichtigkeit hat. Also es hatte eben beides. Gibt es denn schon irgendwas, was noch kommt in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, von dem du heute schon erzählen kannst? Oder ist alles top secret? Also ich habe mich extra erkundigt, was ich sagen darf. Also ich drehe in Köln in einer durchgehenden Rolle im Hauptcast, aber ich darf noch nicht sagen, was. Schön, ich freue mich. Das heißt, wir sehen dich bald wieder. Auf Hochdeutsch oder auf Pelzisch? Auf Hochdeutsch. Wahnsinn, also umgewöhnen. Ja, also auf Pelzisch würde ich, das, ich liebe das. Also überhaupt Dialekte. Also jetzt habe ich ja wirklich die Klempnerin in Köln gedreht und jetzt drehe ich ja wieder in Köln und habe zum ersten Mal dadurch überhaupt die Musik des Kölner Dialekts. Herrlich, ich liebe den. Ich mag den auch. Den mag ich auch sehr. Ah, Yasmina Jabala, vielen Dank für deinen Besuch in der Web-Talk. Ja, gerne. Und du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Ich bin sehr gespannt, was das bei dir gleich sein wird. Für euch da draußen gilt, die Welt kann ein wunderbarer Ort sein. Es gibt aber noch eine ganze Menge zu tun. Und was wir alle tun können, wenn wir gar nicht mehr aktiv helfen können, ist zum Beispiel als Organspender helfen. Überlegt euch das, ob das vielleicht etwas für euch sein könnte. Googelt das. Wir sehen uns morgen wieder. Und jetzt gibt's die Abschlussworte von Yasmina Jabala. Bis morgen. Naja, ich würde mir wünschen, dass Menschen in einem bestimmten Punkt gleichzeitig so klug und so einfach strukturiert wären, also im besten Sinne, dass sie merken und wissen mit dem Intellekt, mit dem Herzen, dass jeder andere Mensch auch ein Mensch ist. Und wenn wir das alle irgendwie so ganz simpel in uns hätten, was ja eigentlich ganz simpel ist, gäbe es eigentlich auf diesem Planeten wenig Probleme zwischen Menschen.